Wohin gehst du, wenn das fort ist, was du am meisten geliebt hast? Wer und was wird dich halten und dir einen neuen Sinn geben? Ich habe euch beim letzten Mal erzählt, was ich für ein herrliches Leben leben durfte unter euch. Ich war in dieses Wunder hineingestolpert und hatte es bis zuletzt festgehalten. Aber meine geliebte Partnerin, die Hohepriesterin von Anu, war tot. Und obwohl ich als Plejada in einem völlig anderen Maße über Wiedergeburt und Zwischenwelt Bescheid wusste und obwohl ich ein Team extrem guter spiritueller Lehrer um mich hatte, überlagerte meine Trauer alles andere. Es half mir nicht, dass ich exakt wusste, wo ihre Seele hingegangen war. Es half mir nicht, dass ich ihre vielen Schülerinnen und Schüler jeden Tag ihre Arbeit fortführen sah. Es half mir nicht einmal, dass ich sie in Meditationen und sogar über meine Gerätschaften noch sehen und sprechen konnte, wenn ich wollte. Ich brauchte dennoch einen Ausweg. Und damit willkommen. Ich bin Anubis, der Gott der Trauernden. Und heute berichte ich euch, wie ich wurde, wer ich bin. Die Toten sind keinesfalls unerreichbar fort. Aber sie kommen nie mehr in diesen Körper mit diesen Eigenschaften zurück. Dieser Abschnitt meines Daseins war vorbei. Unwiederbringlich. Einige Monate lang versuchte ich, mich in der Arbeit mit ihren Schülern zu verlieren, ihr Erbe zu ehren. Aber alles, was mir an meinem Leben hier Freude bereitet hatte, war nun nur noch Zwang. Diesen Körper zu erhalten, der essen und trinken und schlafen musste, all das war nur noch lästig. Und Kinder hatten wir keine, für die es sich gelohnt hätte, durch das unendlich schmerzhafte Feuer der Trauer zu gehen. Also beschloss ich, heimzukehren. Nicht auf das Schiff, nicht zurück auf meinen Planeten. Nein, ich meine unser aller Zuhause. Den Ort, wo meine Liebste auf mich wartete und von dem aus wir ein neues Abenteuer planen könnten. Hauptsache zusammen. Natürlich bekamen meine Kameraden mit, wie es mir ging. Sie wussten genau, welche Gedanken ich wälzte. Und obwohl sie sich redlich bemühten, mir die Erde und unsere Arbeit weiterhin schmackhaft zu machen, so urteilten sie doch nicht über mich. Wesen auf der 5. Dichtestufe verheddern sich nicht in Zwist. Ich sagte es schon öfter. Und es gibt auch sonst nur sehr wenige Zwänge. Als mein Team also bemerkte, dass ich aufhörte zu essen, nahmen sie es in Liebe hin. Als ich mich zunehmend aus den Tempeln und den Schulen der Stadt Anu zurückzog, nahmen auch die Menschen das einfach hin. Wieder einmal hatte ich das Gefühl, dass sie mich wesentlich besser verstanden als mein eigenes lichtvolles Team. Ihr kennt meine Dunkelheit und ich kenne eure. Eines Tages band ich mir einen viel zu kleinen Wasserschlauch um, wandte mich nach Westen und verließ Anu. Deshalb nennen die Griechen mich Anubis. Ich bin der, der im vollen Sonnenlicht aus der Stadt Anu gegangen ist und niemals wiederkam. Deshalb beschreibt das ägyptische Totenbuch, wie man heraustritt bei Tageslicht und nach Westen geht. Denn im Westen des Nils erwartet dich nur noch der Tod in der Wüste. Nichts weiter. Ich war mir nicht einmal gänzlich sicher, ob ich meinen Körper tatsächlich loswerden konnte. Aber ich war gewillt, alles zu versuchen. Viele Stunden lang wanderte ich durch die Sonne,
weg von allen Siedlungen und Oasen. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon so abgemagert, dass mein Körper keinerlei Reserven hatte. Und dementsprechend langsam schleppte ich mich voran. Ich trank nur, wenn es nicht mehr auszuhalten war. Und als die brennende Sonne endlich untergegangen war, bemerkte ich am Rande meines Deliriums, dass die Schakale bereits auf mein Ende warteten. Ich fand es treffend, dass mein gewähltes Tier das letzte war, das ich mit diesen Augen sehen sollte. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie froh ich war, dass mein Plan funktionierte. Wir hatten unsere Seelen damals überaus gut mit diesen designten Körpern verbunden. Unter normalen Umständen hätte ich es nicht geschafft, mich in einer Meditation von ihm zu trennen. Aber ausgelaugt, von der Sonne verbrannt und ohne Aussicht auf Wasser, gab er auf. Und endlich war ich frei. Ich konnte meine Liebste auf der anderen Seite in die Arme schließen und war zu Hause. Welch Erleichterung! So wie sie mir ihre Welt in allen schillernden Details gezeigt hatte, so konnte ich ihr nun die feineren Details der Plejaden und ihrer Kulturen zeigen. Nachhilfe zur Anderswelt generell braucht ihr selten. Mit einem Schlag ist nach dem Tode die Erinnerung an alles zurück, was unser echtes Zuhause ausmacht. Wir planten auch fast umgehend wieder ein Leben. Gemeinsam, von Kindesbeinen an, irgendwo in einem Tempel im Sande der Zeit. Und dieses Mal würde ich ein echter, geborener Mensch sein, um mit ihr am Aufstieg der Menschheit zu arbeiten. Ich weiß, dass diese Geschichte auf gewisse Art und Weise gefährlich für euch Menschen ist. Besonders für jene, denen ebenfalls etwas Geliebtes verloren gegangen ist. Man könnte mir an dieser Stelle vorwerfen, dass ich euch den leichten Weg aus eurem Schmerz zeige, dass ich euch den Selbstmord schmackhaft mache. Nichts davon ist mein Ziel. Ihr wisst, meine Nachrichten sind immer bemüht, Hoffnung aufzuzeigen und Unterstützung anzubieten. Ich im Speziellen bin angetreten, um euch daran zu erinnern, dass ihr keinesfalls Angst vor einem Schiff voller Besucher haben müsst. Denn schon vor langer Zeit haben sich solche wie wir in solche wie euch verliebt. Und unsere Bündnisse haben über alle Zeiten hinweg Bestand. Der Rest meines Teams blieb übrigens noch bis zur großen Flut bei euch und lehrte euch. Fast 4500 Jahre lang insgesamt. Aber an diese Geschichte sollen sie euch erinnern. Mit den Worten um diese Geschehnisse sollen sie euch umwerben, wenn ihre neue Zeit angebrochen ist und die Schleier des Vergessens fallen. Wenn ich hier also überhaupt für etwas werbe, dann für den Austausch zwischen unseren Völkern. Wie ihr seht, sind wir gleich. Wie ihr seht, ist es den Göttern alles andere als egal, wenn ihr trauert oder leidet, wenn ihr siecht oder darbt oder hungert. Und wenn ich am Rande meiner Erklärungen dafür sorgen kann, dass ihr euch nicht noch zusätzlich um eure Seele sorgt, weil ihr euch in Gedanken oder Taten gegen euren eigenen Körper richtet, dann will ich nur umso zufriedener sein. Vor allem aber habt ihr heute das, was ich damals nicht hatte. Ein offenes Ohr in eurer Not. Meine Mutter Hel und ich, wir haben unsere Energie reduziert, um unter euch zu sein. Wir wohnen freiwillig unterhalb eurer Schwingung, sodass, egal welchen Weg ihr gerade geht, ihr niemals alleine sein werdet. Denn jemand muss für euch da sein, wenn ihr fallt. Was wäre das sonst für ein System? Und wie fehlerbehaftet wäre dann Gott?
Ich habe es eingerichtet, dass ihr nicht tiefer fallen könnt als in meine Arme. Ich bin geblieben, damit es nie wieder jemandem genauso gehen muss, wie es mir damals ging. Ich war umgeben von allem Lichte des Universums und hätte doch jemanden gebraucht, der mit mir in der Dunkelheit sitzt und sie mit mir aushält. Deshalb bin ich hier, habe dem Licht Lebewohl gesagt und halte mich bereit, diejenigen zu empfangen, die durch das tiefste Tal ihres Lebens gehen. Auch meine mannigfaltigen Splitter, meine Kinder, ehren die Abgründe des Menschseins. Sie wissen es nicht immer bewusst, aber ihr erkennt sie. An ihren dunklen Klamotten oder ihrer weiß geschminkten Haut. Ihr haltet inne, wenn sie ihre Klagelieder anstimmen, und ihr erkennt die Splitter, die ich euch als Helfer sende, in den Augen exzellenter Bestatter ebenso wie in den Tierschädeln der Schamanen. Meine begabten dunklen Kinder erinnern euch daran, dass es eine eigene Art von Gnade ist, sterben zu dürfen, wenn deine Liebe für die Welt aufgebraucht ist. Und ich werde dich schon zu Lebzeiten begleiten, wenn du auf dem dunklen Pfad der Trauer wandelst. Denn ich weiß, wie es ist. Ich werde für dich da sein, wenn du das Licht nicht mehr sehen kannst. Und ich werde dir helfen, es wiederzufinden, wenn du mich lässt.